kommst du dran. Das geht noch nicht. Aufschwemmt der Malacho. Malachor. Ich wurde geheilt. Ist auch mal Zeit. So, weg mit dir. Teil 6. Gebieterin der Lust. Ich benötige eure üppigen Dienste. Doch nicht bereit. Ich weiß nicht, welch fleischlichen Gelüsten ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingebt. Aber reißt euch los davon und bringt eure Töchter mit. Seht euch vor. Der Feind ist ebenso listig wie stark. Doch die Sterblichen waren immer schon leichte Beute für euch. Nicht wahr? Nach wie Fleisch. Das ist ja auch Fleisch, du Trottel. Ja. Und ich hab mich so... Hab mich so ein bisschen umgeschaut hier im Inventar. Wir haben... Uiuiui, was ist das wieder? Na hallo, wie geht's denn heute? Kriegt ihr nicht genug? Ah, Menschen, hallo! Ihr seid mir noch lästige Biester hier. Ja, mit Messer geht es besser. Tralalala. Mit dem Messer geht es besser. Und so macht man alle platt. Ach, kommen die Dämonenbeschwörer und Niedermetzel, Metzel. So ein Kackgurt. Du kannst mal aufhören und wir haben... Ach, das ist der Feuerdämon. Und weg ist sie. Sind sie. So, wir warten jetzt mal. Blutdurst und Nervenausstahl. Erhöht Wutesäure um 10% und das maximale Wut um 20%. Die maximale Wut, natürlich. Gehen wir doch mal weiter. Bom. Höllenbringer ist kaputt. Und nix dabei. Und Bombs. Na, die. Ja, da geht's weiter. Da haben wir. Ich würde sagen, wir decken hier gerade die ganze Karte auf. Truhe. Obas. Was ist das wieder? Komisch. Jetzt haben wir 3000. Ja. Die verursachen mehr Schaden als das große Ding, das jeder fürchtet. Hallo? Haha. Unterarmschienen. Weg. Wie viel haben wir denn eigentlich? 39.
Ui. Ach, das ist eine falsche Abzweigung. Tut mir leid für das. Man muss ja jedes Mal alles ausgetestet haben. Und so geht's auch weiter. Hast du noch nicht genug davon? Ah, guck doch mal. Oh, wamm. Und weg. Hier ist nichts mehr. Gut, dann werden wir jetzt schön weitergehen und könnten wir irgendwie, weil man weiß nicht, ja, Karte aufdecken, ganze gut, ganze Karte aufgedeckt. Wo denn? Ach, da vorne, gut. Das haben wir dann auch gleich. Und Dämonen ist alles hin. Wie machen wir das denn hier? Ist natürlich ein bisschen blöd hier. Ha! Ausgetrickst nennt man das heutzutage, hä? Da kommt schon hin. Und wie geht's weiter? Ach, du bist auch noch hier. Gut, dann haben wir das dich auch gleich. Aber das wird wohl ein klein wenig noch dauern. Verreister Esse. Was, Kopfschutz und noch ein leerer Sockel. Hände. Plus 300 Leben. Können wir das? Da bin ich echt ratlos. 300 mehr Leben ist viel. Aber Schaden minus 7, aber das machen wir ja 900 Schaden. Das haben wir dann wieder drin. Wenn wir das so machen. Und dann hier die ganzen Amethyste noch rein und was der Geier was, das könnten wir eigentlich gerade machen. Denn wir sind eh überlastet und können das Ding auch nicht aufheben. Somit ist es gerade gut, dass wir hier gewechselt haben. Gehen zu dem Macher. Den können wir den auch noch austauschen. So, den wollten wir behalten, aber den Rest können wir verhökern. Ja, weg damit, weg damit, weg damit. Den können wir auch wegschmeißen. Das auch, das und da. Ah, ist egal. So, jetzt haben wir keinen Levelaufstieg. Und jetzt gehen wir zu dem Händler da drüben, beziehungsweise hier rein. Und Geschicklichkeit, Intelligenz. So, dem Handwerker herstellen, was Material vorhanden. Den Topas herstellen. Den Amethyst herstellen. Makelloser. Und der gibt jetzt 18 Vitalität. So. Zack. Den mal. Was haben wir jetzt in ist das Vitalität? Ja. Und zack, reingesetzt. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Jetzt haben wir ja noch in der Truhe ein paar. Intelligenz oder Geschicklichkeit. Was ist besser?
bessere Chancen, magische Gegenstand zu ergattern oder mehr Gold von Gegner. Ich würde sagen, Intelligenz mal hinpflastern. 96 und 94. Ha! Der ist schlechter. Guck mal einen an. Ach so. Gut. Naja. Minus 250 Leben, aber wir haben ja jetzt. Wir schmeißen den noch hin. Und ziehen den oben rein. Wechseln den aus und bekommen einen besseren Stein zu Gesicht herstellen. Dann wechseln, reinhauen. Makelloser Rubin. Stärke. Dann weg damit. Das war viel. Und jetzt die Stärke. Wir haben Schaden 123 und 1310. 123 und 1310. Also haben wir mehr Schaden. Jetzt natürlich Vitalität gibt wieder mehr Schaden. Aber Intelligenz können wir so nehmen. Guck. 19 und 13. Und jetzt können wir den Sock. 11 mehr Gegner oder Intelligenz. Ich würde sagen, wir wechseln zu Intelligenz. Sprich, wir wechseln das so rein. Und schmeißen, können wir noch irgendwo das herstellen? Nee. Da hat einer Bauchweh, guckt dir. Ja, ja. Dann verkaufen wir die Gegenstände, die wir verkaufen können. Wir können nicht alle Krieger sein. Auch Leute geben, die Ausrüstung verkaufen. Das stimmt, mein Lieber. Und jetzt gehen wir noch mal zu dem Schmied. Feine Essenz, guck mal an. So, gehen wir zu dem Herrn hier und das ist schlechter. Ja, vermitteln. Und das natürlich auch. So haben wir wieder Essenzen gewonnen. Ist alles schlechter jetzt gerade in diesem Moment. Ja. Kopfschutz haben wir hier. Lehrlings und den Gesellen. Wir können leider nicht. Wie bekommen wir die? Rätselslösung weiß keiner. Na dann. In die Truhe damit. Beutetruhe. Hopp. 22 geht schön rein. Den können wir wieder hinlegen. Den Rest nehmen wir mal mit. Boah. Ja. Oder nee. Den legen wir auch noch hin. Denn wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen. Und es geht weiter in die Ebene 1. Das Schild. Ja. Boah, plus. Nee, wir das. Nee. Jetzt haben wir 3400 Lehm und wir schauen mal aus. Guck mal an hier. So schauen wir natürlich aus. Und hier kommt gleich wieder Gegner, den wir niedermetzeln können. Und so geht das voran. Kettenschütze. Ach, hier oben sind die ganzen Viecher. Ja, hier sind die Holz. Und falsche Taste, Mann. Dämon, du kriegst mich nicht. Ah, weg ist er. Verdammt. Der ist immun gegen das Zeugs. Na gut, wir werden weiter nach dem Turm suchen. Bis uns irgendeinmal einer in die Quere kommt. Wir müssen tiefer hinein. Ja, das weiß ich selbst, dass wir tiefer hinein müssen. Und wir sind wieder in eine Sackgasse, verdammt.